Welcome back to the second part. Today, we'll get behind the steering wheel to experience the new interior design of the 992. Das ist richtig cool. Das ist das erste Mal, dass ich das Auto bei uns jetzt hier auch komplett ohne Tarnung sehe. Ja, hallo, mein Name ist Ivo von Hörte. Ich bin Leiter Interior Design hier bei Porsche und ich zeige euch jetzt einfach mal meinen Top 5 im Interior Design von der neuen 911. Meine Nummer 5 ist das neue Bedienkonzept. Natürlich angelehnt ganz klar an die Historie von Porsche, immer auf den Punkt. Typisch Sportwagen auf dem Fahrer zugeschnitten. Das haben wir auch für den neuen 911 so umgesetzt. Zentral haben wir einen 10,9 Zoll Touchdisplay. Wir haben neue Lenkradgenerationen, die übernehmen hier die Bedienung direkt fürs Kombi-Instrument. Zentral steht wieder der analoge Drehzahlmesser und das Gesamtkonzept ist einfach reduziert aufs Wesentliche. Die Informationen sind da, wenn ich sie brauche. Einfach nur schnelle und ablenkungsfreie Bedienung und nicht mehr als das. Die Nummer 4 ist die losgelöste Mittelkonsole im Interieur. Wir haben uns natürlich am Anfang nochmal mit dem Team die Interieur aus der Vergangenheit angeguckt von den 911ern. Und wir haben eigentlich festgestellt, dass es verschiedene Eras gab. Also wir haben gesagt, die erste Zeitalter war geprägt von einem sehr horizontalen Layout. Dann Ende der 80er, Anfang der 90er hat man eher der Technik im Vordergrund gestellt und hat man eine sehr vertikale Layout. Und wir haben uns eigentlich das Ziel gesetzt, wieder wie in diese erste Era die Horizontale zu betonen und damit mehr Raum zu haben für auch die Materialität im Innenraum und die sportliche breite Betonung. Hier sehen wir in diese Skizzen, dass die Konsole unter der Schalltafel taucht und dementsprechend haben wir hier viel Platz gehabt, um die Breite wieder zu betonen und die Dekore im Vordergrund zu stellen. Und das bringt mich gleich zu Nummer 3. Ja, und die Nummer 3 ist das horizontale Dekor und natürlich auch die dreidimensionale Gestaltung, die wir hier haben. Also das bietet für den Kunden sehr viele Möglichkeiten zu individualisieren. Also ich kann das sowohl in ein Mahagoniholz bestellen, zum Beispiel offenporig, modern, in Carbon oder eben in Aluminium. Und das Schöne ist, dass diese schöne dreidimensionale Gestaltung auch nochmal zurückkommt hier in der Tür. Sehen wir hier die gleiche Dekore und ich kann nochmal gewisse Akzente setzen, wenn ich will, sowohl in die Schalltafel als eben auch in die Tür. Und das bringt uns zu Nummer 2. Und dann mein Nummer 2 ist das Kombi-Instrument. Also wir haben zentral der analoge Drehzahlmesser und was jetzt echt besonders ist, wieder bei den 911er, ist, dass wir wieder 5 echte Kreisen haben. Also sie sind nicht angeschnitten wie in den Vorgängermodellen. Wir haben ein sehr breites Kombi-Instrument, was ja grundsätzlich auch nochmal der Breite vom Schalltafel betont. Hier bei den Ur-Elfer sehen wir natürlich ganz klar, was der Elfer zur Ikone gemacht hat. Super schön diese 5 einzelnen Kreise, das breite Kombi-Instrument, sogar breiter als das Lenkrad war es damals. Ja, und jetzt zeige ich euch mein Nummer 1. Ja, das echte Highlight von den 911er im Innenraum ist sicherlich die richtige Balance zwischen das Analoge und das Digitale. Heutzutage kann man natürlich den Innenraum komplett digital gestalten. Aber das wollten wir nicht. Wir wollten sportwagentypisch, dass man gewisse analoge, haptische Details noch hat, die mir jeden Tag auch Freude bereiten. So wie der analoge Drehzahlmesser oder die 5 Tasten hier, den PDK-Wählhebel klein hier auf die Mittelkonsole ausgeführt. Und das nochmal kombiniert mit allen digitalen, modernen Möglichkeiten, die ich habe, macht für mich einen perfekten Innenraum im Sportwagen. Der 911er fährt von jeher auch die Balance zwischen Alltagstauglichkeit und natürlich ganz klar Sportlichkeit. Nach wie vor starten wir in der 911er auf die linke Seite, sitzen tief im Auto, also ich habe dieses sportliche Gefühl, diese breite Betonung, aber habe natürlich auch in die moderne Welt alle digitalen Möglichkeiten, die mir unterstützen bei meinen täglichen Fahrten. Ich hoffe, es hat euch gefreut, diese Top 5, und bis auf nächste Mal. Tschüss. Thank you. This car is an icon of its own. From the 8th generation of the 911 to a record-breaking machine.
Next week, we'll have a close look on the Porsche 919 Hybrid Evo. We're super excited and looking forward to see you again then.